Da ich jetzt schon öfters gefragt wurde, wo man die neuen Arcwing-Waffen herbekommen kann, beziehungsweise die zweiten Arcwings, habe ich jetzt hier ein kleines Video mal für euch gemacht. Also, die Arcwing-Waffen, da müsst ihr erstmal unter Waffen gehen, Primärblaupausen, und dann habt ihr hier schon mal die Corvas. Könnt ihr dann kaufen, aber ihr seht direkt, die braucht Einzelteile. Darauf gehe ich gleich ein. Die zweite Waffe ist eine Melee-Waffe, dann gehen wir hier unter Melee Blueprints, also Schwertblaupausen, Nahkampfblaupausen und dann finden wir hier irgendwo die Onorix. Hier ist sie. Gucken wir hier hin, die braucht auch Einzelteile. Ja, beim Arcwing sieht es jetzt so ähnlich aus. Da gehen wir auf Warframes, Warframe-Blaupausen und dann sind hier die Elytron-Blaupause. So, aber auch hier wieder Einzelteile. Wo bekomme ich jetzt die ganzen Einzelteile her? Okay, die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Abfangen Arcwing-Mission. Das Einfachste für die Waffen ist, ihr geht auf Erde. Zeige ich euch jetzt gerade. Hierhin. Macht Erpo. Und immer nach der vierten Runde bekommt man ein Einzelteil. Das heißt, wenn ihr 12 Runden spielt, bekommt ihr 3 Einzelteile. So, den Arcwing zu bekommen ist um einiges schwerer. Auch wieder eine Abfangmission, aber die gibt's jetzt nur auf Uranus. Und die Uranus-Mission ist sehr schwer. Also mit Randoms ist das wirklich schon grenzwertig, aber wenn ihr ein gutes Team habt, ist das machbar. Ja, ich werde jetzt für euch gleich noch die vierte Runde aus einer Abfangmission hier dran einfügen und viel Erfolg damit. Und hier wären wir jetzt in der vierten Runde von der Interception, also Abfangmission auf Erde. Das ist Erpo und das Gegnerlevel ist relativ niedrig. Hier ist jetzt auch noch nicht wirklich viel Action. Ich denke, da muss man schon so 12, 16 Runden spielen. Ja, was kann man jetzt hierzu sagen? Man muss halt eben die 4 Punkte einnehmen, wie in jeder Abfangmission. Und auf dieser Karte sind die Punkte noch relativ nah zusammen. Ja, da jetzt noch nicht so viel Action hier ist, kann ich auch noch ein bisschen über die Arcwings erzählen. Also es ist sinnvoll, einen Frame wie, ach, schöner Mod, Rhino oder Valkyr mitzunehmen, da Valkyr richtig schön viel Rüstung hat und gekoppelt mit, vorneweg muss ich jetzt sagen, der Frame, den ihr mitnehmt, beeinflusst die Stats von eurem Arcwing. Bedeutet, wenn ihr Rhino mitnimmt mit maximalem Schild und Leben, hat euer Arcwing, wie ihr jetzt oben rechts seht, auch relativ viel Schild und Leben. Genauso, Valkyr hat extrem viel Rüstung. Wenn ihr da dann noch den Rüstungsmod reinklatscht, erleidet ihr fast keinen Schaden gegen normales Leben. Ja, auf die Arcwings, wirken sich aus. Schild, Leben, Rüstung und der Doppelmod Lebenskraft bzw. Vigor. Ach ja, und Energie, weil wenn ihr unten rechts hinschaut, mein Arcwing hat 450 Energie. Dann gibt es jetzt auch noch Spezialmods, die man extra in den Arcwing ausrüsten kann. Die geben aber jetzt nicht mehr so viel. Rüstung war es, glaube ich, nur noch 30 oder 45%, wo man dann dazu bekommt. Ja, also ist eigentlich schon fast nicht der Rede wert. Das sind dann 200, 300 Leben, wo man, oder Schild, Rüstung, wo man dann noch dazu bekommt. Was auch noch relativ gut zu wissen ist, die stärkste Angriff gegen die Drohnen hier sind eigentlich Nahkampfangriffe. Ich habe jetzt zwar Mods in Nahkampfwaffe und Fernkampf drin, aber ja, Nahkampf ist einfach am effektivsten. Weil wenn ihr mal hinschaut, 1 bis 2 Schläge, das Ding ist weg. Wenn ich dann jetzt mal hier meine Fernkampfwaffe ausrüste, muss ich ja erstmal versuchen zu treffen. Und dann muss ich ihn erst noch einige Male treffen. Ah, beides ist effektiv. Aber eins muss man noch hier wissen, die Nahkampfangriffe sind einfach nur stylisch. So, jetzt sind wir schon bei 67%. 70%. Dann bekommt ihr gleich noch den Mod zu sehen. Ach ja, ihr dürftet es hier öfters mal erleben, dass Gegner in den großen Felsbrocken drinstecken. Um die rauszubekommen, müsst ihr einfach nur eure Arcwing-Ulti machen. Weil das ist ein Flächenschaden, der trifft die auch, wenn sie in den Felsen drinstecken.
Wenn ihr mal die Situation haben solltet, dass ganz viele Gegner um euch rum sind, fangt einfach an, eure 3 zu spammen. Das sind zielsuchende Raketen, machen auch ordentlich Schaden und verbrauchen nur extrem wenig Energie. Vielleicht kann ich es euch jetzt sogar noch zeigen, wenn ich mal Gegner finden sollte. Okay, die sind auf dem Weg zu B. Dann zeige ich euch das jetzt mal gleich. Ah, hier stecken sie auch noch extrem oft fest. Muss man einfach hier einmal rumfliegen. Wie ihr seht, die Raketen hauen die einfach so weg. Die sind auch zielsuchend. So, jetzt sind wir bei 100%. Alle restlichen Gegner töten. Sind sie anscheinend schon. Und hier Onorix Händel. So bekommt man die Teile. Dasselbe müsst ihr dann halt eben auch auf Uranus machen, wenn ihr den neuen Arcwing wollt. Viel Erfolg!